analytische Verfahren der Arbeitsplatzbewertung ist der Gegenpol zu den summarischen Verfahren. Sie sehen das in Ihrer Struktur. Analyse heißt Zerlegung. Das heißt, wir machen jetzt das Gegenteil von dem, was wir bisher gemacht haben. Wir zerlegen in einzelne Anforderungsarten. Das ist der Grundgedanke. Zerlegung, Analyse heißt Zerlegung, bauen sich die Brücke vom Wort zum Inhalt. Ja, analytisches Verfahren, was heißt Analyse? Braucht man sich nur einmal zu merken, dann hat man immer die Brücke. Zerlegung in einzelne Anforderungsarten, das ist der Grundgedanke der analytischen Verfahren. Und jetzt ist natürlich die große Frage, welche Anforderungsarten könnten das denn sein? Und damit sind wir beim Genfer Schema sozusagen der Mutter aller analytischen Verfahren der Arbeitsbewertung. Das erste Verfahren, das hier entwickelt wurde, das erste schematische Vorgehen, um solche Anforderungsarten einzeln zu definieren.